Die Schwestern Osilov sind auch eigentlich ja, also sehr schöne Geschichte, die die Geschichte von eurer Musikschule zeigt. Mhm. Also eine Schwester war zuerst bei euch, dann die andere. Genau. Und, ja, das sind so zwei Generationen. Also erstmal war Katja war da bei uns, lange Jahre. Und dann Susi praktisch, wie, keine Ahnung, also von 5, von 4, sie war schon immer dabei. Und dann hat sie dann irgendwie angefangen, wahrscheinlich schon 7, 8 Jahren ist sie jetzt bei uns. Genau, hat sich so entwickelt und hat ein Instrument gespielt, gesungen. Und in der Band, ja, war die immer wichtige Mitglied sozusagen. Die war immer so eine Frontsängerin, kann man so sagen. Also 6, 7 Jahre war sie schon immer dabei. Und wie siehst du ihre musikalische Entwicklung in den letzten Jahren? Mega, also sie hat sich so entwickelt. Sie war jetzt auch überall vor dem Eurovision, weil sie, muss man das nicht vergessen, sie war halt noch auf The Voice Kids, war dann auf New Wave, in Russland war sie auch dabei. Sie war in verschiedenen Fernsehsendungen, Fernsehauftritte und natürlich hat sie so mega entwickelt. Also was sie jetzt in Eurovision dabei ist, hat mich nicht gewundert, weil sie eigentlich schon lange hat sich das lange entwickelt, wie sie das gemacht hat. Und sie macht das sehr professionell und ist eine tolle Sängerin, obwohl sie erst 13. Genau.